So, also kommt zurück. Ich hab mal die letzte Folge rekapitulieren lassen. Also ja, okay. Ja, jetzt weiß ich, warum wir so viel. Also erstens hatten wir ja fast 50.000 Euro für Schaden ausgegeben gehabt in der vorletzten Folge. Also in der letzten Folge von der letzten Session. Und dann haben wir auch noch unseren LKW, unseren Auflieger aufgepeppt ein bisschen. Wir haben also schon wieder gar nicht viel Geld ausgegeben. Ist natürlich klar, dass wir dann minus 4.000 hatten, wobei dann auch noch irgendwie eine Rate vom. Wow, das ist nicht mehr RGB. Eine Rate vom Finanzinstitut hier von der Banka. Weil wir hatten dann irgendwie noch 9.000 übrig und dann kam eine Rate und dann hatten wir auf einmal wieder minus 4.000 noch was. Ja. Naja. Was? Hat er jetzt gemacht oder nicht? Hat doch gerade Geld geklingelt. Ach so, Auf geht's. Schranke ist ja offen. So, zuallererst mal Musik. So, wir haben noch 20 Minuten Reserve ungefähr. Das hat was letztens. Na, jetzt haben wir nur noch kaum Minuten übrig. Das ist aber scheiße dunkel hier, ey. Hab grad voll vergessen zu blinken. Ups. Versuchen wir ein bisschen Gas zu geben, ja? Die Laterne richtig cool aus. Oh, und wir rollen zu schnell. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und och, der darf 90 und wir nur 80? Was ist das für ein Scheiß? Ey, komm gleich zurück. Ich will besseren Auflieger haben. Hey Leute, ist ein Auflieger. Abbiegen.
rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Oh, halbe Stunde haben wir noch. Biege nach links ab. Wir sind heile angekommen. Da. So. Yeah, Mother of God. Ausgezeichnete. Call 911, I'm a killer. Okay. So. Fortfahren. Irgendwie geht die Level kommen hoch. Alter, immer noch nur Level 24. Was ist denn das hier? So, wir haben mittlerweile 37.000. Da können wir aber erstmal nichts mit anfangen. Na gut. Na gut. So, mal gucken. Wir haben ja nicht unsere Auflieger aufgeliegert. Und jetzt haben wir hier so einen schönen Kastenauflieger. Haben wir nämlich letztens hier geholt. Davor hatten wir so einen Planauflieger und jetzt haben wir aber richtig schönen Kastenauflieger mit Kühldings da vorne dran. Jetzt haben wir richtig guten, vor allem nicht nur Kastenauflieger, sondern auch einen mit Seitentüren. Also, richtig Elite. Ja? Richtig Elite-Klasse. Also besser geht halt gar nicht. So. Wollen wir mal eine richtig lange Tour machen? Mal eine richtig lange? Wollen wir mal lieber hier. Hier unten, da unten gibt es eine Tour. Ja, nach Schweden können wir auch machen, aber das ist halt. Das ist schon halt eine hart lange Tour. Let's go. Ausgeschlafen sind wir ja. Okay. Von daher. Ach, ist sogar hier direkt. Cool. War falsch umgelegt. Weiß ich, irgendwer fragt, was ich hier gerade tue? Ich habe auch keine Ahnung. Na komm. Er muss ja mit auf der Straße stehen. Ist ja schlimm. Frachtmarkt. So. Ja. Let's go. Oh Gott, da müssen wir jetzt rein. Ah, super. Irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Irgendwie ich gerade mit meinem LKW echt auf den Kriegsfuß was lenken angeht und rangieren. Ja, relativ eng rein, weil es halt direkt hinter dem anderen Auflieger ist. Ja, das ist halt schon echt hässlich.
dafür. Jetzt wollte ich gerade schon wieder mit S bremsen. Ach, ne Kacke. Los, fahr doch mal. So, jetzt halt. So, jetzt mit S. So, so. Hey, der ist schon Feierabend? Na gut. Ja, let's go. Ja, komm, wir machen ja. Los. Hm. Das kann man sich da gar nicht mit angucken hier. Das ist ja schlimm. Digga. Lass uns loslegen. Kommt zu glauben, dass ich schon Level 24 bin. Das ist ja Albtraum. So, allzu viel haben wir nicht, ne? Hat man 7 Tonnen oder so? Oh ne, 15 Tonnen. Biege nach rechts ab. Demnächst links ab. So, wir haben 2700 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Demnächst links abbiegen. Oh, komm schon, ich schaff's da. Oh, ich schaff's da wirklich. Nach links ab. Ah, Sonnenaufgang. Woo. Guck mal, davon können wir ein Foto machen. Mal schauen, ob da was Schönes hingebastelt bekomme. Lass mal stehen! Ah, okay, das war zu weit. Von der Idee schon richtig, aber zu weit. Ah, hier kommt der natürlich. Ach, er leckt mich doch. Egal, muss so reichen. Ah Gott. Ein Fotomodus. Krieg ich so ein gutes Foto? Nee, ne? Yeah. Hauptbahnhof von Russe. Cool. Aber wieder schönes Foto vom LKW und eine Trophäe für Foto machen. Sehr geil. Ich fotografiere zwar überhaupt nicht das, was man soll. Aber hey, wenigstens ist der LKW immer schön. So, jetzt müssen wir wieder nach links. Na, fahr doch mal. Oh, jetzt ist wohl halt der andere. Och Leute. Was ist denn los mit euch? Jetzt fahr doch mal. Alter. Was das für Idiotas? Leider fahren hier keine Omnibusse. Damit dieser Freileiter. Oh, okay. Die Freileitung gerade ging auch sehr weit über den Raven. So, tanken müssen wir nicht. Ist der wo geht's jetzt eigentlich überhaupt hier überall lang? Hauptsächlich auf Straßen, wo wir schon waren. Erster Pier wird's unbekannt. Also hier hinten wird's ein bisschen unbekannter, aber ansonsten fast überall Straßen, wo wir schon waren. Aber bis nach ganz oben. Aber eine offensichtliche Abkürzung sehe ich erstmal auch nicht. Ich hatte Gott, dass wir ein bisschen weiter hier oben verlang fahren können vielleicht. Aber da führen keine wirklichen Strafen durch. Naja. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten.
Nimm diese Ausfahrt. Oh na. Natürlich ist da kein Ding. Alter, selbst hier kann er immer noch anziehen. Alter, wie einfach auf der Strecke immer noch beschleunigt hat. Mit 17 Tonnen. Woo! Ich weiß gerade gar nicht, was wir für einen Motor drin haben. Wir haben, glaube ich, sogar schon 700 PS, ne? Kann ich halt gar nicht. Okay. Eben unsere Mitarbeiter, die hatten eine 500 und die hatten. Genau, wir hatten 700. Ja, okay. Dann erklärt das auch einiges. Romania. Auch Rumänien genannt in Deutschland. Kommst du mal? Boah. Er trifft es ja gar nicht und damit einmal. Ach, Menächen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Ja, und steht der Ecke wieder einfach nur noch rum. Was ist mit dem? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Schon wieder das Lied? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Hä? Achso, da wartet der. Junge, du hast das Vorfahren, was machst du mit dir? Nimm diese Ausfahrt. Was? Ja, warum jetzt Aufliegerschaden? Oh mein Gott. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Wie willst du unbedingt raus hier? Dieses Gebiet macht mir Angst. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hey, was ist mit dem los? Hat der Lack gesoffen oder was? So, dann müssen wir eigentlich relativ lange auf der Autobahn bleiben hier, oder? Die geht jetzt ah, nee, doch nicht. Ah, ne, hier ist wieder neben Straßen gewachsen. Also, okay, die Autobahn geht da und dann hört sie aber auf. Die Frage ist wirklich, geht sie weiter? Weil hier hinten ist nichts mehr Autobahn. Naja.
Oh, guck mal, der fährt auch 90. Mit 80er Auflieger. Interessant. Also scheint es wohl doch legal zu sein. Das ist alles, was ich wissen wollte. Danke. Ja, da vorne fährt sogar mit einem Schwerlastauflieger. Fast 90. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Geradeaus. Route neu berechnen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, na dann. So, wie diese Folge gewesen. Bis dann.